Vor den Daten zur Inflation heute in den USA, 13:30 deutscher Zeit, stehen viele Märkte an entscheidenden Kipppunkten. Da ist zum Beispiel der US-Leitindex S&P 500, der genau jetzt versucht, seine Aufwärtstrendlinie, seinen Aufwärtstrendkanal zu verteidigen, den er seit Ende Oktober hat. Genau das gleiche gilt für den Nasdaq 100. Dazu haben wir die wichtige Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, praktisch die Benchmark-Rendite für die weltweiten Anleihemärkte an einer wichtigen Trendlinie, und ähnliches gilt auch für den Dollarindex. Es steht also einiges auf dem Spiel. Entweder die Dinge kippen oder eben nicht. Bisher war es sowohl beim S&P wie auch beim Nasdaq, dass diese Trendlinien immer wieder verteidigt werden konnten. Gilt oder wird das auch heute wieder passieren, weil zum Beispiel die Inflation niedriger reinkommt als erwartet und die Märkte dann eine gewisse Erleichterung zeigen? Wir werden sehen. Schauen wir uns die Dinge zunächst mal an. Hier sehen wir das beim Nasdaq 100. Seit Ende Oktober ging es ja massiv nach oben. Jetzt sind wir ziemlich genau dran, haben erstmal gestern bereits diesen Trendkanal verteidigen können. Schauen wir uns die ganze Chose beim S&P 500 an. Auch hier dieser Aufwärtstrend seit Ende Oktober nochmal verteidigt. Unten sehen wir den WIX mit so einer kleinen Umkehrkerze. Wir haben positive Futures heute Morgen zunächst mal gesehen, nachdem Oracle gestern ganz oft KI gesagt hat. Das hat natürlich sehr geholfen. Wir werden aber sehen, ob das Ganze nachhaltig ist, eben mit den Inflationsdaten, die dann später reinkommen. Und hier sehen wir die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die ja lange im Abwärtstrend war, nach den Höhenflügen auf 5%. Dann ging es runter auf 3,8 um und bei, und seitdem ist man in einem Aufwärtstrend, wo wir jetzt so ein bisschen runterperlen, könnte man sagen. Das ist aber normalerweise eine sogenannte bullische Wedge. Also das ist eine Formation, die sich gerne mal nach oben auflöst, diesmal auch Fragezeichen. Ähnliches Muster sehen wir beim Dollarindex, der eben aus seinem Abwärtstrend rausgekommen ist, dann ansteigt und jetzt so dieses Abperlen genauso zeigt wie die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Was wird die Inflation in den USA bringen? Gucken wir uns mal die Headlines an. 0,4%, 0,43% ist die mediane Schätzung der verschiedenen Banken zum Vormonat in der Headline und 3,1% zum Vormonat und Kernrate 0,32% zum Vormonat median und 3,7% zum Vorjahresmonat. Also relativ hohe Zahlen, 0,4%, das ist schon mal ein saftiger Anstieg von in einem Monat, ebenfalls die Kernrate. Also da ist durchaus wieder ein bisschen was am Start, aber da, wie hier diese Headline sagt, ja, da könnte Relief on Deck sein, also eine Erleichterung an Deck sein, weil man so ein bisschen fürchtet, dass die Inflationsdaten heißer ausfallen werden. Wir werden sehen, hier sehen wir zunächst mal die Marktreaktion, und das ist ja das, was letztendlich die meisten interessiert. Wie werden die Märkte darauf reagieren? Goldman Sachs hier mit einer Reaktion auf die Core-Monatszahl. Alles unter 0,2% dürfte eine massive Rallye nach sich ziehen, alles über 0,4% eben das Gegenteil. Würde man unter 0,35 bleiben, sodass man also 0,3 hat, erwartet man hier, ich darf es nochmal zeigen, 3,7%. Dann wäre das positiv, würde man bei 0,4% Core. Und hier sehen wir eine Schwankung zwischen 0,27 Morgan Stanley und 0,39 bei UBS. Und 0,39 wäre dann negativ, 0,27 würde eine Rallye nach sich ziehen von 0,9%. So sagen es die Goldmänner. Aber Inflation Expectations stagnated at 3%. Wird diese 3% das neue Normal für die Fed? Wird man sich sozusagen dran gewöhnen müssen? Denn der Vorteil ist, wenn du eine massive Verschuldung hast von 300%, von über 300%, und das gilt für die USA, wenn man jetzt mal die Gesamtverschuldung sich anschaut, also Konsumenten plus Firmen plus Staat, da sind wir dabei knapp
100 Billionen Dollar, über 90 auf jeden Fall. Das BIP in den USA liegt etwa bei 27, dementsprechend bei 340% Verschuldung. Dann sehen wir, wie Jerome Blockland hier anmerkt, bei 2% Inflation deflationiert sich sozusagen diese Verschuldung auf 246% des BIPs in den nächsten 10 Jahren und bei 3% auf 223% in den nächsten 10 Jahren. Also wir sehen, die Inflation ist natürlich auch ein latenter Entschuldungsmechanismus. Wir sehen hier, dass diese Inflation jetzt zum Vormonat latent wieder nach oben tendiert seit Herbst. Und die Fed wird wahrscheinlich, egal wie die Zahlen heute ausfallen, im März, also nächste Woche ist das, glaube ich, ja 20. müsste das sein, also nächsten Mittwoch, die Zinsen nicht senken, aber natürlich würde eine Zahl, die niedriger reinkommt als erwartet, dann die Chance steigern, dass im Mai bei der nächsten Sitzung dann also die Zinsen gesenkt werden. Paul hatte ja kürzlich, letzten Donnerstag gesagt, vor dem US-Senat, ja, man sei nicht mehr weit davon, die Confidence zu bekommen, dass man die Zinsen senken könne. Die Frage ist, wusste Paul am letzten Donnerstag bereits, wie die Zahlen heute ausfallen werden? Fragezeichen. Ich weiß es nicht, es ist Spekulation. Wir hatten gestern ja auch die Inflationserwartungen der Amerikaner und da zeigt sich, dass vor allem die längerfristigen Inflationserwartungen wieder nach oben gehen. Hier nochmal die Schätzungen der verschiedenen Banken. Zwischen 3,0 und 3,2% CPI year over year. Wir sind jetzt immer konstant über 3% gewesen. Und hier nochmal Inflation Nowcast von der Cleveland Fed. Hier sehen wir, dass CPI bei 0,43% und bei 3,12%, wenn ich das richtig sehe. Also zum Vormonat zumindest sieht man das ein bisschen höher. Meistens liegt hier dieses Inflation Nowcast dann ein Ticken über der Zahl, die dann auch wirklich reinkommt. Man ist also sozusagen zu inflationsbullisch. Aber, und das wird jetzt etwas sehr Wichtiges, zwei Dinge, meine Damen und Herren. Supercore, also Dienstleistungssektor ohne den Bereich Housing in der Kernrate. Supercore genannt, also die Superkernrate, auf die die Fed sehr viel Wert gelegt hat. Jerome Powell mehrfach gesagt hat, das ist für uns ein wichtiger Indikator. Letztes Mal sehr, sehr heiß mit einem Anstieg von plus 0,6% zum Vormonat. Dann zweite wichtige Kategorie, Owner's Equivalent Rent, also das, was die Leute sozusagen für ihre eigene Immobilie, die ihnen gehört, an Miete nehmen würden, wenn sie sie vermieten würden. Das ist die Form sozusagen, die Mieten einzuberechnen in die Inflationsentwicklung, wie wir das oder wie das in den USA gemacht werden. Und hier sehen wir, da hatten wir hier zuletzt einen sehr, sehr deutlichen Anstieg, knappe 0,6% bei diesen Owner's Equivalent Rent. War das ein einmaliges Ding oder wird sich das in ähnlicher Form wiederholen? Das wird eine entscheidende Frage sein. Wenn die Zahl hier hoch ist, dann würde das die Inflationszahl deutlich nach oben drücken, wie Andreas Steno-Larsen hier zeigt. Aber wir sehen auch bei den Mieten, bei den sogenannten Asking Rents, also die Mieten, die aufgerufen werden in Zeitungsanzeigen, etc., Internetportalen für ihre Immobilien, oder? Die sind wieder jetzt am Kippen nach oben, Kipppunkte also auch am Immobilienmarkt, oder? Und das ist also jetzt eine Kategorie, die hier zu beachten ist. Und wichtig natürlich auch Benzinpreis. Energie war ein deflationäres Element gewesen. Die Inflation kam eigentlich nur aus dem Dienstleistungssektor. Energie hat die Inflation nach unten gedrückt. Das ist jetzt vorbei. Schauen wir uns mal die Benzinpreise an in die USA. Da waren wir so Anfang Januar bei 3,19 Dollar pro Gallone. Dann waren wir Ende Januar bei 3,21. Ende Februar waren wir bei 3,36. Also wir sehen im Februar einen Anstieg etwa von 5-6%, der sich jetzt fortsetzt, 11. März, frische Zahlen von gestern 3,49%, also die Benzinpreise gehen nach oben. Das heißt, Energie wird jetzt eher ein Treiber der Inflation und nicht mehr ein Bremser die Inflation. Und wenn Sie Kakao mögen, wenn Sie Schokolade mögen, meine Damen und Herren, dann gucken Sie mal den Kakaopreis an. Der ist going to the roof in die Börse. Hier sehen wir Kakao. Dagegen wird Bitcoin ja fast schon brav aussehen. Liebe Bitcoinisten,
wisst das, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein, gell? Wer in Kakao long ist, dem geht es noch besser als Bitcoin long. Hier sehen wir, wie dieser Preis explodiert. Wird auch Schokolade Auswirkungen haben, etc. etc. Also das ist hier ein interessantes Ding, was hier schon seit einiger Zeit läuft. Gestern hat Trump in den Schlagzeilen, indem er gesagt hat, also TikTok verbieten eher nicht, gell, weil Facebook würde dann profitieren und die sind Feinde des Volkes, wie er wörtlich gesagt hat. Aussagen zu Bitcoin und so weiter und so fort hat dazu geführt, dass Meta gestern den schlechtesten Tag seit 26. Oktober hatte. Wenn Trump dann an die Macht kommt, dann könnte das sehr, sehr interessant werden für manche Tech-Firmen in den USA, vor allem in Kalifornien, die so ein bisschen eine links-woke Agenda haben, sagen wir mal so. Wir haben gestern im Grunde ein komplett umgedrehtes Spiel gesehen. Apple ist gestiegen, Google ist gestiegen, Tesla ist gestiegen. Tesla natürlich, das ist genau das Gegenteil. Meta dagegen gefallen, nie wieder gefallen, Amazon gefallen. Also die schwachen Magnificent Seven Aktien oder die drei der schwachen, die sind gestern gestiegen. Die Superstars wie Nvidia, Meta und so weiter sind gefallen. Also gestern ein anderes Muster und Tesla ist gestiegen, obwohl die Deutsche Bank sagt, also wir erwarten eine riesige Verfehlung der Absatzzahlen von Tesla bei den nächsten Zahlen. Evercore sagt also, vor 2026, 2027 ist eigentlich mit Wachstum nichts mehr drin. Für Tesla, Tesla hat jetzt in Grünheide, fährt man die Produktion wohl so langsam wieder rauf, Stück für Stück. Der Schaden, also zumindest die Stromversorgung, ist jetzt wieder hergestellt. Nvidia knapp 8% verloren in den letzten zwei Tagen. Es ist der größte Rückgang seit Oktober, knapp 14% unter dem Allzeithoch, das man ja auch erst am Freitag erreicht hatte, als er die Wall Street eröffnete. Und Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, sagt, also a little bit of a bubble in stock markets right now, praktisch eine kleine Blase, gell? Little bit, nein, nicht groß, nee, ein bisschen Blasen heute, gell? Während Goldman Sachs sagt, nein, also nichts Blase, this time is different, nein, also diesmal ist wieder alles anders, wie jedes Mal in der Geschichte, wo alles anders war, bevor es dann doch wieder nicht anders war. Hier sehen wir mal die Anzahl von Aktien, die eine sehr hohe EV-Sales haben, also die praktisch eine sehr hohe Marktkapitalisierung haben in Relation zu ihren Umsätzen. Da fallen mir ein paar Unternehmen ein, die in diese Kategorie gehören könnten. Und wir sehen hier Bitcoin ja gestern Silber überholt, hat sozusagen, wenn man es als Währung sehen würde, den Schweizer Franken überholt, hat Meta überholt, Berkshire Hathaway, TSMC. Bitcoin wäre also jetzt die Nummer 8, was die Marktkapitalisierung betrifft, mit und bei 1,4 Billionen Gold. Da ist noch deutlich weiter oben, ist auch werthaltiger oder ist, bringt mehr auf die Waage als Microsoft. Hier sehen wir nochmal Bitcoin, hier diese parabolischen Charts, die alle gut enden werden mit Sicherheit. GameStop, Tesla, Bitcoin, sogar noch ein Ticken über Nvidia jetzt. Und Boeing, das ist bemerkenswert, jetzt 50 Personen verletzt worden auf einem Flug von Australien nach Neuseeland. Also die haben weiter ihre großen Probleme. Und derjenige, der für Qualitätskontrollen zuständig war bei Boeing, der dann schwere Vorwürfe erhoben hat und als Whistleblower vor Gericht aufgetreten ist, John Barnett. Der ist gestern Abend tot gefunden worden in einem Hotel. Mal sehen, wie die Boeing-Aktie darauf reagiert. Kommen wir nochmal nach Asien. Da sehen wir Hang Seng. Massive Rallye. Jetzt also die Erholung der chinesischen Tech-Werte, während der Nikkei nicht mehr aus dem Quark kommt. Die Notenbank könnte jetzt im März die Zinsen anheben. Die Notenbank, die ja selber ETFs kauft, hat gestern, also nicht am heute in der Nacht auf den heutigen Dienstag, sondern von Sonntag auf Montag, trotz seines Abverkaufs keine ETFs gekauft, was man sonst eigentlich immer gemacht hat. Also es könnte sich jetzt umkehren, dass China gut läuft, die lange ganz schlecht gelaufen sind, vor allem die Tech-Werte, und Japan jetzt nicht mehr gut läuft. Wenn wir jetzt nochmal nach Deutschland kommen, haben wir die Inflationszahlen bekommen, zweite Veröffentlichung, aber wir sehen einen Anstieg der Inflation in Deutschland um 0,4%. Wir sehen also, das geht auch hier langsam wieder nach oben. Dieser Trend, der kurzfristige Trend, geht nach oben. Rechts sehen wir den Vorjahresvergleich, da geht es weiter nach unten, aber eben die kurzfristige Dynamik, die geht weiter nach oben.
Und abschließend, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen noch diesen Artikel empfehlen. Das ist über die US-Inflation. Was ist eigentlich erwartet? Was wird die Zahl bringen? Das will ich Ihnen hier mit diesem Artikel gleichzeitig als Vorbereitung für die heutigen Inflationsdaten mit anbeigeben. 13:30 reinschauen bei Finanzmarktwelt, meine Damen und Herren. Da berichten wir über die Daten und vor allem natürlich über die Reaktion. Was heißt das? Was bedeutet das? Was ist daraus zu schlussfolgern? Und ich sage jetzt ein herzliches Servus und Ciao. Wir sehen uns hoffentlich 13:30 und heute Abend dann beim Marktgeflüster. Also 40 Servus, Ciao.